Also. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist. Okay, Shushu packen wir nicht dazu. Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Was könnte ich denn hier nehmen? Ach stimmt, das Album, was wir gekauft hatten. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Stimmt. Das nehme ich mit. Ich glaube, also ich weiß ja nicht, irgendwie kann ich nicht so richtig glauben, dass der gestorben ist. Aber mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. So. Album ablegen. Okay, sehr gut. Dann haben wir auch unseren Beitrag dazu geleistet. Wahrscheinlich hat Jed erstmal zugemacht hier, oder? Wir machen daraus ein trauriges Gesicht. Der Bär neben uns hat einen Pfeil in der Nase stecken. Schon viel besser. Was ist denn daran besser? Das ist. Naja, gut, lassen wir das. Notiz. Nicht schlecht, Ducky. Ducky 8, everyone else 1. Ich hätte gern gesehen, wie mich Gabe im Billard fertig macht. Man wird noch so viel machen können zusammen. Diese Stadt hat ein gutes Gedächtnis. Es ist schön zu wissen, dass Gabe nicht vergessen wird. Ich werde mich den Rest meines Lebens fragen, was passiert wäre, wenn Ryan das Seil nicht durchgeschnitten hätte. Geht ihm sicher genauso. Warum fühlt sich das wie eine Challenge an? Oh je, noch mehr Spiele? Ich hätte schon Lust auf eine kleine Runde. Ehrlich? Na gut. Ui, ja, dann links, rechts abfeuern. Okay. Na, ja. Bin ich gespannt. Oh Gott. Yay! Ey, das hat verzogen. Das war ich nicht. Das hat verzogen. Ich hab gar nichts gedrückt. So ein Scam. Ich weiß nicht warum, ne? Aber die Spiele sind eigentlich immer noch die geilsten. Glück gehabt. Ich muss sie da oben hinbekommen. Über den goldenen. Peng. Ich weiß nicht warum, ne? Das ist immer so super entspannend. Da gucke, es hat sich wieder zurückgesetzt. Ohne dass ich was geklickt habe.
Da kann ich eigentlich in die Dinger rein, ne? Kann ich gar nicht. Glaube ich. Ich werde wahrscheinlich niemals irgendein. Huch! Irgendein Highscore. Holen. Double. Double. Kann ich? Ja, ne? Na du? Was machen Sachen? Ach komm, kannst du dich ein bisschen schräger? Man konnte das doch hier so. So, wenn man so wegzieht, konnte man das auch immer ein bisschen schräg machen, ne? Glaube ich. Oh. Oh, geh over. So ein Pech aber auch. Ich dachte, also ich hatte doch so eine Erinnerung, dass man das so wegziehen konnte. Und dann konntest du den damit anschneiden. So hatte ich das zumindest im Kopf. In der Nacht gab es auch Mut und Aufopferung. Hat aber nicht gereicht. Naja, das übe ich dann heimlich auf Stream. Kann ich hier durch? Nee. Kann ich eigentlich hier nach hinten? Ah, warte mal, ist was? Geh. Ich weiß zu schätzen, was Sie für mich tun wollen, Mr. Lucan, aber ich bleib nicht lang und ich nehme keine Almosen an. Aber lösen Sie den vielleicht nicht sofort ein. Meetcheck, okay. 14 Tage Streampause zum Üben, meinst du? Du sagst Rust nebenbei. Okay, mach das. Jet, danke, dass du da warst, als Gabe dich brauchte. Jet ist ein korrekter, ja. Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Das hoffe ich auch. Ja, das wäre gut. Okay, ich glaube, ich muss von der anderen Seite. Niemand könnte es mir vorwerfen, wenn ich meine Trauer ertränken wollte. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde, ne? Also. Da ist nichts für uns. Das ist noch ein Familienfoto. Das kennen wir aber eigentlich schon. Sie sehen glücklich zusammen aus. Das auf dem Foto war meine Frau. Chad hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Stil. Mhm. Ich würde es Steakhouse Chic nennen. Ich habe Schnitzel gelesen, Schnitzerei. RM und TB. Wer die wohl waren? TB. Ich kann einfach nicht glauben, dass Steph diesen verzauberten Kiwi-Shot wirklich getrunken hat. Ich glaube, ich würde den mal hören. Strich das da? Ich denke, Gabe hatte mehr Spaß an seinem Job als alle anderen. So, ist da noch irgendetwas, das wir eventuell... Nee, ne? Guck mal nochmal hier hinten. Den Regenschirm, da hatte ich schon. Und hier war nichts. Okay. Nee. Ich glaube, wir haben alles. Einmal angeguckt. Ja. So. Dann gehen wir mal zum Blumenladen. Maybe, sagt er. Okay, Jet meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Kannst du in der Apotheke vorbeischauen? Ich denke, ich brauche deinen Rat.
Oh, halt, warte mal, hast du davon uns auch geschrieben? Jabber, deinen neuen Abenteuer für Heaven, meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Ich kann das leider weder liken, noch sonst irgendwas machen. So, warte mal, hier. Ich erzähl's dir, wenn du hier bist. Okay. So, gucken wir mal. Motorräder. Einerseits gibt's die offene Straße und die Freiheit, vor meinen Problemen wegzulaufen. Andererseits die Helmfrisur. Die hat doch voll die Helmfrisur. Nein, niemand wurde gefeuert, noch nicht. Niemand wurde gefeuert, noch nicht? Ach so, das ist der da gemeint, ne? Hier kann ich auch nicht anklopfen, ne? Nee. Ja, Mann. Hm. Mein Job bei Typhon ist sicher. Die wollen immer noch erweitern. Wie viele Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Das ist eigentlich voll cool mit dem See, finde ich. Das ist aber auch mega schön hier, ne? So. Will ich ohne Gabe überhaupt hierbleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Was meinst du mit der S Plus? Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Ach so, das ist die ganz normale. Ach ja, was würde ich dafür geben, da jetzt auszusitzen? Das ist so schön hier einfach. So schön. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ja, sollte ich wohl tun. Okay, das habe ich noch nicht gelesen, Tritzen. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Ach, warum denn nicht? Ich will doch aber rumgucken. Ich mache den Barjob noch nicht allzu lang, aber ich bin ziemlich sicher, dass die in der Bar sein sollten. Huch. Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Oh, cool. Davon ist Ethan. Da gehe ich gleich mal hingucken. Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber ausschließen kann ich es nicht. Okay. So, Ethan hat bestimmt... Oh ja. Hört endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan... Er wirkt so... einsam. Er hat seinen Stiefvater verloren, ne? Hey, Ethan. Hey, Alex. Du kannst es ruhig schicken, dann kann ich das ja so lesen. Ist alles klar bei dir? Alles gut! Okay, gut geht es ihm nicht. Natürlich geht es ihm nicht gut. Ich bin für dich da. Wann immer du mich brauchst. Kann ich eigentlich... Schade.
Schade. Diese Skulpturen sehen total cool aus. Einfach furchtbar. Er war noch so jung. In dem Artikel geht es sicher um Gabe. Ansprechen kann ich den nicht. Halt. Im Moment wäre ich wirklich nicht überrascht, wenn das Frühlingsfest mit einem Opferritual endet. Ich finde diese Schnitzereien in den Bäumen total schön, ne? Was ist da hinten? Oh. Was soll uns dieser Baum sagen? Liebe überdauert alles? Dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv. Vogelbeobachterin? Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Sucht sie nach einem Vogel? Ich halte die Ohren offen. Nach einem Vogel? Ein markantes Gezwitscher? Ich wusste gar nicht, dass Vögel markant zwitschern können. Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Ein markantes Zwitschern. Da oben. Der da. Das könnte unser gefiederter Freund sein. Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Okay. Ich sag ihr mal Bescheid, dass das eventuell der markante Singvogel ist. Ja, Ossi, schlaf gut, ne? Oh, da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. Gerne, gerne, habe ich einen Erfolg für bekommen. Oh, Verzeihung. Was? Verzeihung? Schon gut. Okay. Komm, ich folge dir mal. Stalker-mäßig. Ich weiß nicht, ob sie ganz dringend auf Toilette muss oder ob sie vor lauter Schreck schon gemacht hat. So. Okay, Aufgabe erledigt. Sie ist auf jeden Fall sehr komisch gelaufen. So, hier haben wir nichts. Zack. Damals kamen wenigstens nur Bergarbeiter bei Minenunglücken ums Leben. Typ mit Brille. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. Oh. Oh, da ist unser Pike, aka Gronk. Ich dachte immer schon, Bergarbeit ist gefährlich, aber meine Fresse. Niemals vergessen. So, Pike. Hast du was zu erzählen? Ich wette, Pike hatte es in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Mir ging's schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja, kein Stress. Das ist so weird, ne? Den Pike zu sprechen. So, Apotheke und Blumenladen brauchen wir. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen. Mehr Jobs bedeutet mehr Kunden für sie. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett.
Also wo der Blumenladen ist, das weiß ich ja so ungefähr, aber die Apotheke habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Oh, er ist sauer. Halt, da muss näher ran.